Astrid. Ich frage mich, warum du so gut darüber schreiben kannst, wie es ist, ein Kind zu sein. Ich habe Reinhold Blumberg getroffen. Er braucht einen Volontär und er wird sich gern mit dir treffen. Zeitung. Ja, Zeitungen sind wichtig. Ich sagte Zeitung. Schreibmaschine. Nachrichten. Licht. Zukunft. Freiheit. Ja. Yes, sir, that's my... Schreib mir eine Reportage. Was, ich? Sie ist so begabt, voller Leben und Lust. Ich habe jetzt eine neue Frisur. Mutter sagt, ich komme damit geradewegs in die Hölle. Ich glaube, dass Gott über andere Dinge nachdenkt, als über die neue Frisur einer hübschen Sekretärin. Du bist glänzend. Gib mir etwas ab von deinem Glanz. Das dürfen wir nicht. Wir leben vom Land der Kirche. Niemand darf etwas erfahren. Das Kind bleibt bei einer Pflegemutter in Dänemark. Dann lässt du dich scheiden und wir heiraten. Dann holen wir das Kind zu uns. Du kannst dein Kind in Dänemark lassen, bei uns bleiben und alles vergessen. Ich soll also tatsächlich mein Kind im Stich lassen? Heirate mich. Lasse lebt versteckt in Dänemark schon ein Jahr. Ich kann das nicht. Du bist nicht meine Mutter. Du kannst nicht für ein Kind sorgen. Du hast nicht mal Geld fürs Essen. Kinder brauchen Liebe, Astrid. Und die hast du.